Audi dürfte sein selbsterklärtes Ziel von weltweit 1,5 Millionen ausgelieferten Autos wahrscheinlich schon früher erreichen als erwartet. Im Jahr 2015 soll die magische Grenze geknackt werden. Doch bereits im vergangenen Jahr wurden schon 1,3 Millionen Autos verkauft, wobei 2011 eine Steigerung von 210.000 Einheiten zu Buche stand. Damit sich weiterhin so viele Autokäufer für einen Audi entscheiden, gibt es neben vielen Neuvorstellungen eine Strategie, die nicht nur auf die technische Entwicklung der Zukunft zielt. Natürlich gibt es auch bei Audi bereits seriennahe Elektroautos, die definitiv das Fortbewegungsmittel der mehr oder weniger fernen Zukunft sein werden. Weil aktuell aber noch 99% aller zugelassenen Autos einen Benzin- oder Dieselmotor haben, werden sich die Audi-Ingenieure auch in diesem Bereich weiterhin mit der Verbrauchsoptimierung beschäftigen. Mit dem Versprechen, in den nächsten 10 Jahren dort noch 15% Einsparpotenzial zu finden. So wollen die Ingolstädter in Sachen Verbrauch das Optimum erreichen. Das beinhaltet auch, dass für Elektroautos regenerative Energie als Antrieb dienen muss, weil sich sonst das Problem der Emissionen nur verlagern würde. Trotz aller Verbrauchsdiskussionen werden Autos mit 4 Ringen im Kühlergrill eines nicht verlieren: Emotion und Faszination. Und auch die Aktionäre können mit den Zahlen sehr zufrieden sein. In Summe rundum sehr gute Nachrichten, ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011, einen tollen Start in das erste Quartal des Jahres 2012. Natürlich auch den Erwerb der Marke Ducati, Entscheidungen, strategische Entscheidungen mit einem Standort Mexiko. Und ich glaube, so ist der Auftakt in ein Jahr sehr erfolgreich gelaufen. Also, der Ingolstädter Autobauer Audi gibt auch in Zukunft Gas, egal ob elektrisch oder herkömmlich angetrieben, auf 4 oder auch auf 2 Rädern.